Predator Kampfpanzer. Zu denen kommen wir jetzt auch mal. Ach, der Maschinengeist, der Geist der Maschine. Ja, das ist auch so eine eigene Sache. Auf den komme ich, glaube ich, erst genauer zu sprechen, sobald wir mal das Imperium selbst spielen. Und ja, Zwillingslaserkanone als Hauptwaffe. Derzeit ist der Predator nur effektiv gegen Infanterie. Der hat eine Hauptkanone, die hauptsächlich Infanterie schadet. Und der hat zwei MGs an den Seiten. Bisschen vergleichbar mit den Lehman Wass. Ich finde aber eigentlich die Lehman Wassen stärker. Die haben gut, die haben nur 2000, aber die sind halt solche Artilleriepanzer. Gut, schauen wir mal, wie stark die gegen Infanterie sind. Hier. Geschütz schießt drauf. Bam, bam. Und die MGs noch dazu. Was ich gerne bei den Predator-Panzern mache, ist, das Hauptgeschütz zu verstärken als Kanone und das so zu lassen. Weil wenn man die Laserkanone auch noch macht, dann sind sie gegen Infanterie nicht mehr so effektiv. Aber Hauptgeschütz Laser und Nebengeschütze MG ist super Kombination, um Infanterie und Fahrzeuge und Gebäude gleichermaßen auszuräuchern. Finde ich super. Ah, like that. Gut, wir wollen weiter vorstoßen. Geht vorsichtig, Elder. Und tragt eine große Waffe. Und man sieht, die Elder haben den eigenen Kampfstil. Während die Orks brutal und rigoros sind und direkte Angriffe bevorzugen, sind die Elder solche typischen Hinterhaltskämpfer. So. Und man hat schon gesehen, dass ja die Orks geflohen sind von den Elder. Wurde ja auch schon lustig beschrieben in den Kommentaren. Es ist nicht, weil die Orks wirklich Angst haben, sondern einfach, weil die Orks es nicht leiden können, gegen Gegner zu kämpfen, die man nicht sieht. gegen verstohlene Gegner. Orks bevorzugen einfach den direkten Kampf, wie es sich auch gehört. Und Orks mögen es einfach nicht, gegen Elder zu kämpfen. Deswegen hauen sie da oftmals von dem Kampf einfach ab. Das ist nicht mal, weil sie wirklich Angst haben. Habe ich die Melterbomben? Jawohl, ich habe die Melterbomben. Bam! Weggemeltert. Und ja, ich wurde ja auch mal gefragt, wegen dem Imperator. Wurde auch schon mal in den Kommentaren gefragt, ob der Imperator jetzt wirklich richtig unsterblich ist oder ob er auch getötet werden kann. Die Tatsache, dass er wirklich durch eine tödliche Verletzung jetzt in diesem goldenen Thron liegt, ist Beweis genug, dass er kein richtiger Gott ist, sondern sterblich wie ein normaler Mensch auch. Er ist mehr als ein Mensch, aber er ist kein direkter Gott. Obwohl von ihm gesagt wird, durch seine unglaublich starke psionische Kraft, wird gesagt, sollte er tatsächlich sterben, wäre es sehr gut möglich, dass er zu einem Gott aufsteigt, dass er ein Gott wird im Warp. Das wäre sehr gut möglich. Und dort dann Rangeleien mit den Chaosgöttern anfängt. Das ist sehr gut möglich, aber man will den Imperator halt nicht sterben lassen, weil er eben noch das Imperium durch dieses Leuchtfeuer leitet. Ohne dieses Leuchtfeuer wäre das Imperium ziemlich aufgeschmissen im Weltraum. Verstanden. Und wie schon gesagt, Imperium, ich wurde ja auch schon gefragt, was das Imperium so alles an Dreck anstecken hat. Man merkt's ja, Inquisitionen, oftmals werden Leute hingerichtet, aufgrund Hexerei-Verdacht. Also, oftmals gibt's berechtigte Gründe, aber hin und wieder werden auch Unschuldige umgebracht. Und das Imperium ist an sich rigoros. Also das merkt man spätestens, wenn man die Imperiale Armee spielt. Die Imperiale Armee erinnert mich an die Sowjetunion im Zweiten Weltkrieg. Mit Kommissaren, die eigenen Leute erschießen, wenn sie fliehen wollen oder sich ergeben wollen. So ist die Imperiale Armee in etwa. Als Armeeorgan. Und dementsprechend, ja, das Imperium ist schon sehr, sehr skrupellos. An sich würde ich sagen, vom Imperator her, dass der eigentlich sehr viele hehre Ziele hat. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass der Imperator sogar gutheißen würde, sich zum Beispiel mit den Elder zu verbünden für eine Weile. Bei vielen verklemmten Leuten und Generälen des Imperiums würde ich davon absehen, die alle sofort immer als Ketzerbrand marken und als Xenos. Von daher ist es schwer zu sagen, ich weiß es nicht. Es könnte sein, dass der Imperator gutmütiger ist. Es könnte aber auch sein, dass der Imperator tatsächlich auch ein riesiges Arschloch ist eigentlich. Das, ja, einfach eine Alleinherrschaft für die Menschheit aufbauen will und alles andere vernichten will. Aber nach allem, was ich über den Imperator gelesen habe, kommt er mir dann doch schon kompetent genug vor, dass man sagen würde, er könnte vielleicht auch für den Frieden einstehen, wenn es möglich wäre. Möglich wär's. Aber, boah, das ist wieder so typisches Theory-Crafting. Es gab auch schon viele Theorien, was wohl passieren würde, sollte der Imperator zurückkehren. Viele sagen schon, sollte der Imperator wieder zurückkehren, dann wird erstmal ordentlich das Universum umgekrempelt. Dann bebt es erstmal wieder. Ich könnte mir auch vorstellen, ja, da könnte er, denke ich mal, auch wieder neue Primarchen züchten. Ich könnte mir schon vorstellen, dass das auch funktionieren würde. Hm.
Auf jeden Fall ist die Geschichte der Primarchen auch sehr, sehr interessant. Kann ich auch empfehlen, nachzulesen im Lexikanum. Echt nette Sache. So, jupp. Alles klar, alle reicht. Und man sieht ja auch, auf diese Weise wurde auch Horus beeinflusst, so ähnlich wie Isador jetzt gerade beeinflusst wird. Langsam. Man merkt ja schon, dass Isador langsam immer mehr, ja, beeinflusst wird von diesem Chaos-Männchen. Sag ich mal so. Das ist die Art, wie das Chaos die Leute beeinflusst. Es ist einfach so, dass es mit Verlockungen kommt, von Macht und Missverständnissen. Sie locken einen nicht damit, komm zum Chaos, schließ dich uns an. Die sagen wirklich, deine Leute machen was falsch. Du solltest die Macht darüber übernehmen. So dachte Horus auch, dass er den Imperator zum Wohle der Menschheit ablösen sollte. Weil er dachte, er macht es besser und der Imperator macht es falsch. Auf diese Weise korrumpiert das Chaos die Menschen und Eldar und Space Marines und alle, die korrumpiert werden. Ach, das ist die effektivste Art. Und ihnen zu sagen, dass sie es viel besser machen könnten, dass sie die Macht haben. Befehle erhalten, Bruder. Und ja, aus diesem Misstrauen dann. Hallöchen, imperiale Soldaten, wo kommen denn die her? Die nehmen wir gleich mal mit. In die Tüte packen, bitte. Machen wir mal hier noch eine Kapelle. Kapelle. Kartoffel. Machen wir noch ein paar Predators. Ich hätte noch gerne mal Predators. Ihr seht, wie die abgehen. Das ist herrlich. Predators sind toll. Predators sind klasse. Predators sind aber noch nicht die stärksten Fahrzeuge des Space Marines. Ich habe gesagt, jede Fraktion besitzt eine Supereinheit. Und diese Supereinheit? Nee, eigentlich nicht immer. Ich würde gerade sagen, es sind immer ein Fahrzeug, aber Chaos. Obwohl. Doch, klar. Nee, es gibt in Dawn of War 1 im Hauptspiel gibt es zumindest eine Supereinheit, die eine Limitierung von 1 hat. Unter den Fahrzeugen. Oh Gott, nee. Nee, das lässt sich jetzt so auch nicht sagen. Nee. Ich bleib allgemein bei Supereinheit. Es gibt eine Supereinheit, die eine Limitierung von 1 hat. Und ja, dann gibt es noch andere Einheiten, die spezielle Limitierungen haben, wie zum Beispiel der Apothekarius und auch die Terminatoren, die ich schon mal angesprochen hatte. Jetzt habe ich es ja schon mal angesprochen, deswegen kann ich es ja nochmal sagen. Die haben auch eine Limitierung, aber ich glaube nur auf 2 Trupps oder so. Hallöchen. Aber wir haben ja Deckung. Deswegen gehen die schwarzen Feinde auch kaputt. Besondere der Space Marines ist einfach diesen super Allrounder. Guten Nahfernkampfschaden, guten Nahkampfschaden und jede Menge Lebenspunkte dank ihrer Servorüstung. Und normalen körperlichen Konditionen. Space Marines sind einfach toll ab, kann ich nicht oft genug sagen. Und übrigens, das wollte ich auch noch sagen. Es gibt ja 20 unterschiedliche Primarchen. Und jeder Space Marine Orden hat die Gene von seinem Primarchen drin. Und die Primarchen, auch wenn sie alle vom Imperator abstammen, unterscheiden sich stark voneinander. Sie sind sehr individuell unterschiedlich, die Primarchen. Und dementsprechend unterscheiden sich die Space Marine Orden oft sehr stark, auch genetisch voneinander. Es gibt viele Unterschiede. Das ist das Interessante. Und es gibt aber auch viele nachfolgende Orden der nachfolgenden Gründung, die nicht wissen, wer ihr Primarch ist. Die Blood Ravens wissen bis heute, bis zu den neuesten Teilen von Dawn of War, so viel kann ich schon mal verraten, ich will ja den Leuten keine falschen Hoffnungen machen. Das kommt auch nicht in der Story vor. Die Blood Ravens wissen bis zum alleraktuellsten Zeitpunkt, es sei denn, es kommt jetzt nochmal was raus die nächsten Jahre, aber jetzt Ende 2014 betrachtet, die wissen bis jetzt nicht, wer ihr Primarch ist. Die wissen es nicht. Das ist verloren gegangen. Wir stehen zur Verfügung. Und ja, es sind, glaube ich, wirklich von diesen 20 Primarchen, 9 Primarchen, die Verräter sind, 9 Primarchen, die loyal sind, besser gesagt waren, und 2 Unbekannte. 2 Primarchen, die bis jetzt entweder nicht gefunden wurden, oder schon, ja, vielleicht sogar schon gestorben sind als Kind. Es gibt auch Theorien, ob die Entführung der Primarchen, als sie noch Kinder waren, schon eventuell schon erste Empfänglichkeit für Korruption und Chaos gesetzt wurden. Es kann gut sein, dass die da schon beeinflusst wurden, aber man kann es schwer ganz genau sagen.
Sagen wir Schluss mal weiter vor. Ich wollte doch noch zu den imperialen Soldaten gucken. Vorwärts. Wir stehen zur Verfügung. Soldaten, Soldaten, Soldaten. Sehr netter Kampfpanzer. Damals habe ich verstanden, sehr netter Kampfpanzer hier. Doch, wow, das ist so schön, dass du echt nett bist. Oh Mann. Oh Mist, ich wollte doch noch dahinter. Schicken wir mal einen Trupp und einen Panzer runter. Und obwohl. Die schafft das auch. Der Cyborg schafft das auch. Wir müssen jetzt alles gerade formieren. Ihr seht schon, die Eltern. Sei Dank, dass ihr hier seid. Ich dachte schon, man hätte uns vergessen. Seit wann seid ihr hier? Seit einer Woche. Ihr haltet diese Position schon seit einer Woche? Ja, mein Lord. Wir haben einige ziemlich merkwürdige Sachen gesehen. Wir zeigen sie euch. Okay. Seit einer Woche halten die schon diese Position, alter Falter. Ja, ihr seht, die imperialen Soldaten können auch einen gewaltigen Kampfeswillen bringen, auch wenn es nur normale Menschen sind. Oh Gott, schnell, schnell. Bevor die uns abnippeln. Interessante Sachen. Was habe ich? Die habe ich, glaube ich, nie gefunden, oder? Ich bin gerade unsicher. Ich finde Cyborgs toll. Oh Gott, schnell, helft ihnen. Wir haben seit einer Woche überlebt. Die sollen jetzt nicht so einfach unnütz sterben. Oder, ach, die werden wahrscheinlich auch gar nicht. Ah, doch, nee, sie kämpfen. Von daher können sie auch angegriffen werden. Vorsicht, Vorsicht. Die könnten auch unverwundbar sein, ich weiß es gerade nicht. Mitkommen, mitkommen. Befehle erhalten. Schwärmen aus. Was gibt's denn hier? Irgendwie kommen unsere ganzen Einheiten gerade. Wir könnten auch ein paar Leute zurücklassen, wie das. So, mach den mal weg. Hier schmeißt meine Wetterbombe. Ist der da, ist der die Bombe schmeißt? Ja, weiter, 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 weiter. Was ist da hinten? Na. Warp-Portal. Sehr schön. Von daher kam. Die Feinde, die uns hier angegriffen haben. Das ist jetzt auch weg. Ja, das ist halt auch. Elders sind halt sehr vielseitig, vor allem durch ihre Portale. Die können von überall angreifen. Das ist gemein. Das ist böse. Du musst verprügelt werden. Genau so. Festgedrückt. Fest umarmt. Tot geknuddelt. obwohl ich ja schon sagen muss zu den Runenprophetinnen. Die sind nicht unhübsch. Die würde ich nicht von der Bettkante stoßen, würde ich mal so sagen. Weil es ist, ja, man sieht die noch irgendwann mal ohne Helm. So mit Helm denkt man sich, die schauen so aus wie Aliens, aber die schauen Elfen sehr ähnlich. Auch so vom Gesicht her. Und vom Körper. Die haben bloß so komische Helme auf, aber die haben ganz normale Gesichter. Die Eldar. Es wird Zeit. Ja, obwohl, von wegen nicht von der Bettkante schubsen. Ich weiß nicht, ob ich eine Freundin bevorzugen würde, die beim Schluss machen mal einfach meinen Kopf explodieren lassen könnte, weil die Ruhenprophetinnen, wie gesagt, die haben schon ziemlich fuck große psionische Macht. Von daher, ach nö, nö. Dann doch lieber weniger unter Wuteinfällen der Frauen leiden. Nicht das Leben in Gefahr bringen dadurch. Okay, ich würde sagen, es geht weiter. Greift an! Wir könnten den Punkt hier noch holen, aber. Ist halt die Frage, wollt ihr, dass wir wirklich jeden Punkt erkunden und machen? Oder wollt ihr, dass wir uns mehr auf das Ziel konzentrieren? Weil ich habe irgendwie immer das Gefühl, wenn wir jetzt schon lange bei dieser Mission sind und viel erklärt haben, dass wir schon fast zu lange das machen. So zumindest immer so mein spontanes Gefühl, dass ich mir denke, jetzt müssen wir aber mal fertig werden. Das ist halt das Problem bei den Sturmtrupps, die können nicht großartig verbessert werden. Während die normalen Space Marines richtig schön aufgewertet werden können, haben die Sturmtrupps echt das Problem, dass die ja, noch ihre Probleme haben. Gut, die sind effektiv gegen Fahrzeuge und Gebäude durch ihre Melterbomben einmal. Und gegen Infanterie auch nicht verkehrt durch ihre Angriffe, aber trotzdem sind sie ja im Endgame nicht wirklich nützlich, wie ich finde. Die müssen sogar da lang, glaube ich, oder? Der Feind greift an! Der Feind greift an!
Nett, nett, nett. Ah, stimmt, das habe ich ja total vergessen. Da war ja noch was. Holen wir uns noch einen Predator? Holen wir mal die Scouts. Die Scouts kriegen... Ach, Isador, dich gibt's ja auch noch. Mach mal was Sinnvolles, bitte. Oh, wow, 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 wo geht's da ab? Ach du, ach du, ach du. Ne, 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 Leute. Schön mit Feuerunterstützung. Da können wir drüber reden. So. Schön wieder aufbauen. Die Scharfschützen machen wir mal schön. Bum, bum. Bum, bum, Geschosse. Keine dumm, dumm Geschosse. Bum, bum, Geschosse. Nie explodieren. Behütet es gut. Weil, als ich das erste Mal den Begriff dumm, dumm Geschosse gehört habe, musste ich sofort an One Piece denken. An Gum, Gum. Da haben wir Gum, Gum Geschosse. Sind das Gummikugel? Befehle erhalten, Bruder. Starte den Angriff. Okay. Wir stehen zur Verfügung. Hier noch. Das ist jetzt langsam geklärt. Hier machen wir jetzt mal wieder Befestigung, bitte. Irgendwie gefällt es mir nicht so, dass wir hier so nackt sind. Ah. Bitte näher, bitte näher. Im Übrigen, was auch lustig ist, zu den Space Marines zu wissen, wenn ich vorhin schon Frauen erwähnt habe, ist, dass das sagen wir es mal so, Männer, Space Marines wollen, ja, wollen keine Frauen. Es ist nicht nur wegen dem Ordensgelübde, es ist auch wegen ihrer Umwandlung so, dass die einfach kein großes Interesse mehr für Frauen hegen. Es gibt da auch so eine lustige Beschreibung halt so, Frauen finden Space Marines sexuell sehr, sehr ansprechend. Space Marines wiederum empfinden für Frauen hauptsächlich nur einen Beschützerinstinkt. Finde ich auch so, wie gesagt, die Beschreibungen finde ich total klasse. Greife den Feind an! Und ihr seht schon, die richtig verbesserten Posten, die haben eine richtig geile Sturmkanone drauf. Es ist einfach toll. Und noch Radarschüsseln für weitere größere Sichtweite und so Späße. Das ist toll. Kommen wir jetzt auch da hinten lang? Eigentlich nicht, oder? Ich glaube, wir können da echt nicht. Ich habe keine Ahnung, wie man dahinter kommt. Ich glaube, das ist wirklich von hier außen, oder? Vielleicht ist das hier noch gar nicht das Endziel. Andererseits, ja, das ist wahrscheinlich einfach ein Punkt für die L da. Sehr nette Kampfpanzer hier. Hallo. Darf ich Ihnen die Hand reichen? Wie es den gleich überschlägt, ey. Das war die Barrel Wall aus Command & Conquer Generals, die ich erwähnt habe. Wenn der Pilot in so einen Panzer einsteigt. Ach du lieber Gott, was macht ihr denn? Ist doch nicht so weit hinter. Na gut, wenn ihr schon durchgekommen seid, dann... weiter hinter? Vielleicht? Okay. Egal, was soll's. Gehen wir weiter vor. Irgendwie ist hier gerade Chaos. Chaos. Chaos bei den Space Marines. Ich hätte gern noch mehr Laserkanone. Dankeschön. Mit Soße, wenn's geht. Fände ich sehr lecker. Würde ich empfehlen. Bam. Ach ja. Sehr schön. Okay, zack. Und hier auch noch zack. Und Isador, du kommst mal mit vor. Komm. Du wirst doch sowieso wissen bestimmt, was das hier ist. Du bist doch so neugierig. Ansonsten. Gabriel, du musst ja auch mit vor. So. Nee, hier geht's auch nicht. Wie kommen wir da hin? Vielleicht geht es auch nur mit Sturmtruppen, die dann rüberspringen. Weil so an sich... okay, da lang könnten wir auch gehen. Ups. Wir finden immer noch weitere Sprengstoffe und Zünder der Eldar. Aber wir sollten nicht versuchen, sie zu bewegen. Wir haben zwar ihre Zündvorrichtungen ersetzt, aber mehr wage ich nicht bei dieser fremdartigen Technologie. War es eine Falle? Nein.
Bei der Anordnung der Sprengstoffe ist es wahrscheinlicher, dass sie dieses Gebiet zum Einsturz bringen und dabei den Wegweiser verschütten wollten. Sie haben versagt. Isador, untersuche den Wegweiser und sage uns, wohin er uns als nächstes führt. Captain, Inquisitor Toth ist gerade angekommen. Natürlich ist er das. Beeindruckend, Captain. Aber ich habe nie bestritten, dass das Chaos diesen Planeten betreten hat. Oh ja. Ich sagte nur, was immer sich hier befindet, würde vom Sturm beseitigt werden. Am besten bleiben wir nicht hier, um dieses Schicksal zu teilen. Und wie ich euch schon gesagt habe, werden die Blood Ravens bis zum letzten Moment hierbleiben. Ich plane, in den 2 oder 3 Tagen, die mir noch zur Verfügung stehen, dieses Rätsel aufzudecken. Captain, ich erdreiste mich nicht, eure Entscheidungen, die Blood Ravens betreffend, in Frage zu stellen. Aber wenn ihr die imperiale Armee des Oberst in eurer Mission... Meine Mission? Schon wieder werft ihr mir vor, dass ich aus persönlichen Gründen handle. Es ist eure und meine Pflicht, jedes Anzeichen von Ketzerei oder Chaos zu beseitigen. Ihr überschreitet eure Kompetenzen. Genau wie ihr, Inquisitor. Es ist nicht die imperiale Armee des Oberst. Ihre Leben gehören dem Imperator. Sein Befehl und sein Wille ist es, dass ich mit der imperialen Armee die Mächte des Chaos im Heiligen Krieg vernichte. Ich sehe nun, dass es ein Fehler war, hierher zu kommen. Wenn ihr euch auf einen Weg begebt, der euch zerstören wird, kann ich euch nicht aufhalten. Aber ich werde nicht erlauben, dass ihr uns mit hineinzieht. Auf Erlass der Inquisition übernehme ich die Kontrolle über Tartarus. Alle Anfragen bezüglich planetarer Ressourcen, einschließlich seines Militärs, gehen über mich. Captain, von diesem Augenblick an seid ihr und eure Männer auf euch allein gestellt. Jetzt sehen wir, wozu ein Inquisitor in der Lage ist. Er hat einfach mal den Planeten übernommen. Jetzt haben wir die Imperialen nicht mehr zu unserer Unterstützung. Stimmt, das wollte ich noch am Anfang sagen. Als wir die Elder gesehen haben. Ja, wir haben gesehen, die wollten jetzt irgendwas verschütten. Die wollten diesen Wegweiser zerstören, dass wir weiterkommen. Ja, das ist halt wirklich so ein Problem bei den Elder. Die kriegen einfach das verdammte Maul nicht auf. Das ist das, was ich schon am Anfang sagte. Ja, sie haben uns damit reingezogen und ja, jetzt müssen wir eben mit eingreifen und jetzt müssen wir hier noch sorgen, dass wir da Schadensangrenzung betreiben. Anstatt dass die vielleicht mal hingehen und Bescheid sagen auf irgendeine Weise oder vielleicht mal warnen, dass wir gerade vielleicht in irgendeine Falle laufen insgesamt, das Chaos. Die kriegen halt einfach ihr Maul nicht auf und wollen immer einen auf Eigenbrötler machen. Und das ist das Problem der Elder, was ich finde. Die versuchen zwar das Richtige zu machen, aber sie kriegen einfach das verdammte Maul nicht auf. Und sagen anderen wenigstens Bescheid. Das ist wirklich das Problem, wie ich finde, bei den Elder. Aber alles klar. Dann, ja, Inquisitor Toth. Es gab jetzt schon einen ziemlichen Streit, eine Auseinandersetzung. Ja, und der Inquisitor hat schon seine Gründe, wie schon gesagt, dass er auf diesen Planeten gekommen ist. Er sagt jetzt zwar im Nachhinein, es war ein Fehler, aber wie gesagt, er hat schon seine Gründe, wieso er da ist. Und er kriegt sich jetzt mit Gelbwehe langsam so einem Glatzkopf ziemlich in die Haare. Und wie das alles weitergeht, wir sind jetzt auf uns allein gestellt. Wir folgen immer mehr einer Spur des Chaos. Die Elder mischen sich ein, die Orks sind noch da. Langsam spitzt sich das Ganze zu, aber ich würde sagen, wir machen beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann bei Mission 7 schon. Hä? Worum ist denn jetzt? Gehen wir wieder zurück. Aber es müsste eigentlich noch Schwierigkeitsgrad schwierig gewesen sein. Ich habe ja in meinem schwierigen Schwierigkeitsgrad geladen. Okay, dann machen wir beim nächsten Mal bei Mission 7 weiter. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wir sehen uns dann, ja, bei der bereits erwähnten Mission 7. Bis dahin. Bye-bye.